Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem hübschen Loop, der nicht nur den Hals, sondern auch die Schultern wärmt. Meine Wolle ist ein Gemisch aus Alpaka-Wolle, Schurwolle und Mohair. Ich nehme zwei Fäden gleichzeitig und stricke mit einer Rundstricknadel Nummer 7. Ich habe 100 Maschen angeschlagen und stricke im Bündchenmuster 2 Maschen rechts und 3 Maschen links. Fortlaufend wiederholen 2 rechts, 3 links. So lange, bis wir eine Höhe von 7 cm erreicht haben. Dann werden Maschen reduziert. Und zwar an jedem zweiten Teil, wo die linken sich befinden, werden 2 Maschen zusammen gestrickt. Aber nur in jedem zweiten Bündel von den linken Maschen. Also hier 2 Maschen zusammen, dort 2 Maschen zusammen, hier 2 Maschen zusammen. Diese werden dann auch links zusammengestrickt und da ist es auch egal, ob man jetzt die ersten 2 Maschen links zusammenstrickt oder die letzten 2 Maschen links zusammen. Hauptsache, es befinden sich dann nur noch 2 linke Maschen auf der Nadel. Und wie gesagt, nur bei jedem zweiten Bündel von den linken Maschen. Die nächsten werden also wieder mitgestrickt, 3 linke, dann kommen die 2 rechten und dann wieder 2 links zusammenstricken. Nun haben wir 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 3 links auf der Nadel. Einen Markierer setzen und 5 Reihen darüber stricken, so wie die Maschen erscheinen. Und jetzt werden wir auch dort die Maschen noch reduzieren, wo sich noch die 3 linken Maschen befinden. Auch wieder jeweils 2 Maschen links zusammenstricken. Nun haben wir nur noch 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links auf der Nadel. Und so stricken wir jetzt weiter, bis wir eine Gesamthöhe von 34 cm erreicht haben. Dann können wir die Maschen sehr locker abketten und anschließend alle Fäden sauber vernähen. Und damit ist der hübsche Loop auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.